Hey Leute, ich bin's Phil und heute zeige ich euch mal 15 Slime Block Creations. Die sind echt heftig aufgebaut, wir fangen natürlich mal mit einer ganz kleinen an und zwar stelle ich euch die gleich mal vor. Insgesamt, wie gesagt, 15 Stück und da vorne, da sieht's echt schon ein bisschen heftiger aus. Wartet auf jeden Fall mal ab und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal auf diese erste hier. Das ist einfach so ein kleiner Launcher und zwar einfach, dass der uns so ein bisschen hochfedert. Das geht hier natürlich auch mit Knöpfen und der ist auch nicht... Okay, wir müssen natürlich hier jetzt so drauflaufen. Ist nicht gerade schwierig zu bauen, wie man das sehen kann. Natürlich kann man alles nachbauen. Der Link dazu natürlich auch zum Download befindet sich unten in der Videobeschreibung. Wir drücken auf den Knopf zum Beispiel. Okay, das machen wir gleich mal. Hallo. Wir drücken auf den Knopf und dann fädelt uns dieser Slime hier hoch. Hier haben wir eine Kiste. Einfach so eine kleine Plattform. Wenn ich zum Beispiel direkt gerade drauf laufe auf die Druckplatte, dann funktioniert das manchmal nicht. Ganz einfach, man muss hier so ein bisschen an die Ecke laufen und dann kann man hier immer direkt hochspringen. Und das geht natürlich auch bei Wänden. Was ganz praktisch ist, natürlich hier wieder so ein bisschen von der Seite. So muss man einen richtigen Punkt finden. Genau. Und dann kann man zum Beispiel auch über Wände springen, was ganz cool ist. Das waren jetzt erstmal so drei kleine. Natürlich zählt es alles zu einem. Und deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter und zwar mit einer Pfeilkanone und hier sind natürlich alle Dispenser schon direkt mit Pfeilen gefüllt und ich würde sagen, wir aktivieren das mal, indem wir den Hebel umleben. Let's go. Und die Maschine, die feuert jetzt ganz viele Pfeile auf einmal ab. Ist ganz nice für Mobs natürlich, auch für Gegner und so weiter, wenn man ein bisschen Faction spielt. Aber dazu kommen wir auch noch später, was da echt nice dazu ist. Und das war es jetzt auch zu der Pfeilkanone. Ganz nice. Natürlich muss man die immer wieder auffüllen. Geht echt schnell leer. Und dazu haben wir als nächstes eine Slime-TNT-Kanone. Ganz einfach, wir müssen hier natürlich in den Dispenser TNT füllen und es wieder aktivieren. Ganz einfach den Hebel umlegen. Und ihr seht jetzt auch schon, was passiert. Die Slimes werfen einfach das TNT weg und ist eigentlich auch eine relativ gute Methode, um zu farmen. Das geht natürlich immer tiefer und irgendwann stößt man auch auf Erze. Natürlich in dieser Welt jetzt nicht, aber das ist jetzt auch nicht so schwer nachzubauen. Auf jeden Fall echt eine coole Slime-TNT-Kanone, wie man hier sehen kann. Und wir machen mal wieder die Maschine aus. Die nächste Kanone hat wieder was mit Pfeilen zu tun und zwar diesmal mit Feuer. Ganz einfach, wir legen den Hebel wieder um. Hier sind natürlich Pfeile drin und diese brennen natürlich durch diese Lava. Leider ist es zum Beispiel so, dass wir immer wieder den Hebel drücken müssen, aber das ist auch relativ nice natürlich für Mobs und Gegner. Und es sind einfach brennende Pfeile durch die Lava hier natürlich selbsterklärend. Und somit können wir ganz oft den Hebel drücken. Und okay, das habe ich jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu schnell gemacht. Da sollte man immer bei allen TNT-Kanonen bzw. Creations aufpassen, dass man alles so ein bisschen langsamer angeht. Aber trotzdem auf jeden Fall auch eine coole Kanone für Pfeile. Aber was jetzt kommt, ist nochmal ein bisschen krasser und zwar für Potions. So Potions, und das ist wirklich echt einfach zu bauen, wie man hier sehen kann. Gibt es nicht so viele Creations, aber hier haben wir zum Beispiel direkt Schaden 2 drin. Natürlich könnte man da auch Heal Potions benutzen, was jetzt nicht unbedingt für Gegner so gut ist, aber wir aktivieren jetzt mal diese Kanone und man sieht hier zum Beispiel, die Potion wird einfach so weit gefedert nach hinten und ich muss den Hebel natürlich wieder umlegen, so kann das nochmal drücken und da hinten explodiert auch schon, beziehungsweise wird die Potion zerstört, also einfach bis hier kann eine Potion fliegen, was schon krass ist, also mit der Hand, wenn man sich das mal überlegt, ich kann ganz kurz eine Potion mal hier nehmen, dann geht die natürlich, okay, gerade mal, ich weiß nicht, 5 Blöcke oder so und wir können natürlich auch statt Direktschaden Potions einfach mal Regeneration 2 machen, so, und dann fliegt natürlich jetzt auch gleich eine Regenerationspotion nach da vorne und jetzt wieder Direktschaden und so weiter. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Kanone, man kann das leicht nachbauen und ich denke mal, sowas in der Art hat man noch nicht so oft gesehen und ihr könnt natürlich auch eure Meinung mal zu den ganzen Creations in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Und dann gehen wir mal weiter und zwar ist es auch eine richtig heftige Pfeilkanone, nochmal ein bisschen heftiger als alle anderen und dazu müssen wir einfach hier das Aktivieren draufklicken und dann werden schon Pfeile nach unten geschossen, das machen wir gleich mal ein bisschen, so, da sind ganz viele Pfeile drin. Komm, wir übertreiben jetzt mal richtig, so, wir probieren das einmal aus und ich denke mal, ja komm, reichen die Pfeile schon, ich weiß nicht. Hier auf jeden Fall ist TNT drin, wie man schon sehen kann. Und was jetzt gleich passiert, das sieht auch echt nice aus, ist gut gemacht. Und komm, ich würde sagen, die Pfeile, die reichen langsam mal. So, dann machen wir das mal wieder aus und aktivieren die Kanone da unten. Einfach auf den Knopf drücken. Let's go und mal schauen, wie das jetzt aussieht, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das TNT wird hochgefedert. Alle Pfeile werden jetzt nach vorne geschossen und das sieht doch echt nice aus und kann echt schon gut Damage anrichten, beziehungsweise auch mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Wir können das nochmal ganz kurz machen mit ein paar Pfeilen. So, das reicht auch schon. Okay, dann kann ich nochmal das aktivieren hier. Sieht wirklich ziemlich cool aus und wir aktivieren das noch ein letztes Mal und so sieht es auch aus und das TNT wird hochgefedert und alle Pfeile fliegen nach vorne und das war es jetzt auch so zu dieser Pfeil-TNT-Kanone. Echt nice gemacht und hier haben wir nochmal ein bisschen TNT drin. Das ist nochmal eine andere TNT-Kanone, aber natürlich auch ein bisschen anders kreiert. So, das können wir gleich mal machen. Das TNT fliegt in die Luft und das wird jetzt wieder durch ein anderes TNT, wie man gleich sehen kann, nach unten gesprengt und so, da haben wir schon gleich die Explosion. Somit können wir uns auch ein bisschen in die Erde graben mit dem TNT und jetzt ist es ein bisschen weiter, okay, vorne gelandet. Aber wie gesagt, man darf das auch nicht so schnell machen, sonst geht es natürlich echt auch alles so ein bisschen kaputt. Kann ich gleich mal machen und ich denke mal, ja, jetzt explodiert's. Und oh shit, okay, ich hoffe mal die nächste Creation nicht. Und das war, ja, ein bisschen knapp.
Bei der nächsten Creation haben wir einen kleinen Jumpscare. Ich zeige euch das jetzt einfach gleich mal. Und ich drücke mal dazu den Knopf. Und Leute, jetzt passt auf, was passiert. Und ich drücke den Knopf. Und jetzt springt einfach ein Zombie raus, beziehungsweise ein Rüstungsständer. Angezogen wie ein Zombie, einfach mit einer Lederrüstung und einem Zombie-Kopf. Ganz einfach natürlich wurde der Rüstungsständer, der Zombie, durch den Slime rausgefedert, wie auch sonst Slime-Creations. Und wir müssen dazu natürlich eine Tür benutzen, die jetzt nicht zum Beispiel unbedingt offen ist, beziehungsweise reinschauen kann, sondern einfach so eine Tür. Das liegt natürlich auch am Tech-Spec. Sonst würde es ein bisschen lame aussehen, wenn man da drin schon direkt so eine Slime-Creation sieht. Aber das war es jetzt auch so. Und es kommt wieder einfach das Geräusch. Das war es auch so zu dem kleinen Jumpscare. Auch mal ganz witzig. Und vielleicht erschreckt sich ja der eine oder andere dabei. Das kann man auch, denke ich mal, nicht so... Und das kann man jetzt auch nicht so schwer nachbauen. Hier haben wir einfach mal zwei gleiche Creations. Die benutzen wir einfach mal nicht. Die kann man zum Beispiel auch, wenn man sich die Map downloadet, ein bisschen genauer anschauen, um das Ganze sich nachzubauen. Das sind einfach zwei Raketen. Und die zerstören natürlich auch alle Wände, die zum Beispiel verschiedene Basen, Infections und so weiter. Kann man auf jeden Fall dafür gut benutzen. Und ich aktiviere dazu einfach mal den Hebel. Mache ich gleich mal. Und hier geht jetzt ganz langsam nach vorne. Ganz viel TNT ist natürlich hier verbaut. Natürlich alles mit Slimes, mit Pistons. Die geht echt ziemlich schnell nach vorne. Hier haben wir auch wirklich mega viel Eisen. Das heißt, ist schon eine dicke Wand. Mal schauen, wie viel davon zerstört wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht es nicht mehr weiter, deswegen wird das eine TNT aktiviert, beziehungsweise wird jetzt gleich explodieren. Jetzt explodiert alles und so viel hat die TNT-Kanone zerstört. Hier ist noch ein bisschen Eisen übrig geblieben, aber es sieht doch echt schon mal nicht schlecht aus. Die ganze Wand hat es leider nicht zerstört, ist aber auch echt viel Eisen, aber auf jeden Fall trotzdem effektiv und eine coole TNT-Kanone, die jetzt auch nicht unbedingt so groß ist. Und dann gehen wir mal weiter zur nächsten und wie gesagt, das ist die gleiche zum Nachbauen. Und hier haben wir zum Beispiel eine kleine Rennstrecke. 4 Stück insgesamt gibt es jetzt hier. 4 Slime Creations, die können wir alle aktivieren mit einem Hebel und jetzt mal schauen, welche am schnellsten ist. Vielleicht diese hier, vielleicht die oder die ganz große. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt und ich aktiviere den Hebel und dann schauen wir gleich mal zu. Alle Slime Creations starten natürlich gleichzeitig und man sieht auch schon, welche ganz klar gewinnt und zwar diese hier. Da ist jetzt irgendwie kein TNT dabei oder so, einfach ganz normale Slime Creations. Die hat schon geschafft und die sind ungefähr alle gleich schnell. Die ist sogar ein bisschen schneller als die anderen zwei und ich denke mal, okay, die kommt jetzt als zweites an oder auch, doch, die kommt jetzt als zweites an auf jeden Fall und ich glaube, die sind ungefähr gleich schnell. Die da hinten ist auch stehen geblieben und jetzt diese hier und die da hinten und ich glaube, die bleiben ungefähr gleichzeitig stehen. Alle bleiben irgendwie stehen, außer diese hier und die können wir jetzt auch nicht so einfach zerstören. Aber das fuckt jetzt auch ein bisschen ab vom Sound, aber auf jeden Fall ist diese hier die schnellste, das ist auch die größte. Dann diese hier und die waren ungefähr so gleich schnell, die beiden außen. Und es war auch so ein cooles Rennen von Slime Creations. Und jetzt gehen wir mal weiter. Hier haben wir zwei Fortbewegungsmittel sozusagen, beides mit Booten, einmal manuell und automatisch. Und dazu nehmen wir uns ganz kurz mal ein Feuerzeug. Diese hier ist automatisch, die ist manuell, da zeige ich euch natürlich auch noch gleich, wie die funktioniert. Eigentlich ganz einfach und wir können uns hier ins Boot reinsitzen und einfach die ganze Zeit AFK bleiben. Natürlich können uns Spieler angreifen, wenn wir auf einem Server sind oder so, aber Mobs zum Beispiel, die jucken uns hier auch nicht so richtig. Man kann hier einfach in dem Boot chillen und es geht jetzt immer weiter, aber da vorne gibt es natürlich auch was manuell und es funktioniert auch wie diese Slime Creation und das sieht auch echt ziemlich verbuggt aus. Ganz einfach, wir können uns hier ins Boot reinsitzen und wir müssen auch wie bei der letzten hier auf den Pisten klicken, einfach mit dem Feuerzeug und dann geht es einmal weiter, wenn wir nochmal drücken, nochmal weiter, das können wir natürlich ein bisschen spammen und es geht natürlich auch im Boot, so, sonst können wir uns nicht fortbewegen. So, ganz einfach und das können wir jetzt die ganze Zeit machen, einfach mal so ein bisschen spammen und somit können wir uns auch echt schnell fortbewegen. Natürlich ist es manuell, wie gesagt, da vorne ist die schon etwas weiter weg und ist auch ein bisschen angenehmer vielleicht, aber trotzdem eine ziemlich coole Creations, zwei coole Creations und jetzt kommen wir zur heftigsten, wie ich finde, und zwar einfach, wenn man zum Beispiel da vorne eine Base hat, man ist hier so ein bisschen weiter weg von der Base und alle Ressourcen zufällig für sowas da hat, dann kann man sich das mal schnell aufbauen. Also natürlich geht es ein bisschen komplizierter, aber man kann sich's ja schon anschauen, sieht ja echt schon heftig aus und was diese Creation macht, ganz einfach, die feuert hier und da ist natürlich auch schon Eis dazu, ob man jetzt Packeis verwendet oder dieses normale Eis, macht keinen Unterschied. Man feuert einfach den Spieler, ich stelle mich gleich mal hin, ganz, ganz weit nach hinten ab und dazu kommt natürlich hier aus den Werfern Dispensern TNT raus und dazu muss ich mich genau mal hier draufstellen auf das Eis und genau nach vorne schauen und ich hoffe mal, das funktioniert jetzt gleich. Also ich drücke den Knopf, hier sieht man auch schon das TNT und ich darf mich jetzt nicht bewegen und mal schauen, wie weit ich nach vorne gefedert werde und nice. Wir probieren das mal im Game Mode 0 aus und jetzt zum Beispiel, alter Schwede, bin ich mega weit nach vorne geflogen, beziehungsweise, okay, bin gelaufen und das ist doch echt eine heftige Strecke. Ich bin fast ganz ans Ende gekommen, ich weiß nicht, das sind schon gut 200 Blöcke oder so, ich kann es echt nicht einschätzen, aber es ist auf jeden Fall echt heftig und wir können mal wieder in den Game Mode 1 gehen. Wir können das noch ganz kurz einmal ausprobieren und wir schauen uns das mal an, wie das in der F5-Perspektive aussieht. So, dann gehe ich gleich mal dazu wieder in den Game Mode 0, natürlich macht das keinen Schaden und jetzt mal schauen, wie schnell wir hier über das Eis laufen. Also wir müssen ganz an den Rand stehen. Okay, das mache ich gleich mal. Ich denke mal, wir stehen perfekt und
So, ich stehe mal genau hier in dieser Perspektive und Alter, wie das aussieht. Bis hierhin sind wir gekommen und da vorne ist auch schon das Ziel. Und wenn man uns das nochmal von oben anschaut, dann sieht man, dass es echt schon eine weite Strecke ist. Also hier könnte man dann so ungefähr seine Base bauen und da hinten ist mittlerweile die Slime Creation. Aber das war es jetzt erstmal so zu allen 15 Slime Creations. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Falls ihr auch noch kein Abonnent seid, abonniert diesen Kanal hier, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten checkt alle Links in der Videobeschreibung ab und wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!